Grüezi Sie wohl, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Reinis Nachtgedanken. Heute, auch am Ende dieses Tages, wollen wir doch den Abend ausklingen lassen mit einer Geschichte, um dann einen gesegneten Schlaf geschenkt zu bekommen. Es war ein Schafgehege an einem Hof angebaut. Und dieser Hof stand doch ziemlich einsam, dicht am Waldesrand, so dass also im Prinzip die Einsamkeit vorprogrammiert war. Nur wenig Menschen kamen an diesem Gehöft vorbei und die Schafe hatten eigentlich ganz ihre Ruhe. Aber es gab natürlich eine Gefahr und das war der angrenzende Wald. Und eines Tages, wie die Schafe es so lieben, entdeckt ein Schaf von dieser Herde, das in diesem Hake, in diesem Zaun, der die Schafe eigentlich schützen sollte, ein etwas größeres Loch sich befand. Eigentlich passte da kein Schaf durch, aber dieses Schaf war so neugierig, dass es sich mit aller Kraft in dieses Loch hineinzwängte und plötzlich spürte es, wie es nachgab, und dann war das Schaf im Freien. Überglücklich und zufrieden über diese Freiheit sprang es los, als ob es nichts anderes gäbe, dem Wald entgegen und in den Wald hinein. Es lief und schaute und plötzlich merkte es, als es sich umdrehte, dass weit hinten ein Wolf ihm folgte. Plötzlich wurde es unruhig, aber es lief weiter, es lief. Jetzt galt es nur noch, alle Kraft zusammenzureißen und diesem Räuber zu entkommen. Doch der Abstand verringerte sich. Und es wäre wohl schiefgegangen, wenn nicht plötzlich aus der Seite des Waldes der Bauer gekommen wäre und dieses Schaf geschnappt hätte und es vor den Pranken des Wolfes gerettet hätte und nach Hause getragen hat. Er hat dieses Schaf wieder in diesen Hag hineingestellt, aber er hat das Loch niemals geschlossen. Er hat es offen gelassen. Und wenn Besuch kam, ist er immer wieder aufmerksam gemacht worden, er soll doch dieses Loch bitte schließen. Aber er erwiderte, nein, es ist gut so, wenn es offen bleibt. Ist es naiv von diesem Hirten, von diesem Bauern, der seine Schafe damit ja doch einer großen Gefahr aussetzt? Oder ist es gerade sinnvoll, wollte er mit diesem Loch die Schafe erziehen, aber zu welchem Preis, wie viele Schafe kann er jedes Mal retten? Kommt er immer zum richtigen Augenblick aus dem Wald gerannt und kann das ausgebrochene, das freche Schaf, was diese Öffnung entdeckt hat, dann wirklich vor den Pranken des Wolfes retten? Ist das möglich? Oder war er der Meinung, dass dieses Schaf etwas ganz anderes tut, nämlich nie wieder dieses Loch nimmt und gleichzeitig womöglich der Herde mitteilt, wie gefährlich es ist, außerhalb dieses Zaunes spazieren zu gehen? Was diese Geschichte letztlich auch möchte, was der Hirte oder der Bauer eigentlich bezwecken wollte, wir merken, dass diese Geschichte viele, viele Informationen hat. Zum einen denke ich, dass es hochinteressant ist, dass Tiere, dass Schafe auch die Freiheit lieben, dass sie sich bewegen wollen, dass sie gar nicht eingezäunt gern leben, sondern dass jedes Tier und erst recht wohl jeder Mensch die Freiheit mehr liebt als alles andere. Zur Freiheit sind die Tiere, sind die Menschen wohl geschaffen. Zum anderen, dass es die Neugierde ist, die uns manchmal vieles beschert, aber eben auch Negatives. Und diese Geschichte könnte doch auch uns mitteilen, dass Freiheit immer auch einen hohen Preis hat. Nämlich, es ist gefährlich, frei zu sein, für sich selbst verantwortlich zu sein
Und dafür dann auch gerade zu stehen und zu sagen, ja, ich habe ja die Freiheit gewollt, jetzt muss ich mit den Gefahren der Freiheit natürlich auch umgehen. Es könnte aber auch diese Geschichte vielmehr einen pädagogischen Rat uns vermitteln wollen, nämlich insofern, dass der Hirte seine Schafe erziehen wollte und er der Meinung gewesen ist, die werden jetzt schon nicht mehr in die Freiheit wollen. Denn wenn ein Schaf zurückkommt und erzählt, wie gefährlich die Freiheit ist, dann werden sie gern in diesem Hag bleiben. Ist es so, dass wenn die Freiheit gefährlich ist, wir lieber eingezäunt leben und dann die Freiheit nicht mehr wagen? Ist es so, dass das Schaf wirklich, wenn es in den Hag zurückkehrt, die anderen warnen würde? Tun wir das Menschen? Machen wir es, dass wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass wir diese wirklich weitergeben und sagen, dem anderen wünsche ich diese Erfahrung niemals? Ist es nicht vielmehr so, dass wir sagen, ja, sollen Sie doch Ihre eigenen Erfahrungen machen, Sie werden schon sehen, was da rauskommt und was da passiert? Sind wir wirklich so solidarisch, dass wir aufpassen, dass wir Sorge haben um den anderen, dass wir das mitteilen würden? Oder ist es noch ganz anders mit dieser Geschichte zu sehen? Macht sie uns vielleicht deutlich, dass wir generell Tiere in der Freiheit belassen sollten? Und dann ist jedes Tier für sich selbst verantwortlich und muss sehen, wie es in dieser Freiheit leben kann. Ich denke, diese Geschichte rührt viele, viele Dinge an. Und wer diese Geschichte überträgt auf unser menschliches Leben, der spürt sehr schnell, dass da eine ziemliche hohe Kraft in diesen Botschaften steckt. Haben wir Sorgen für den anderen, wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben? Lieben wir die Freiheit mehr als das Eingesperrtsein? Wie gehen wir mit der Freiheit um? Sind wir tatsächlich Pädagogen, dass wir andere erziehen möchten, dass wir dann wie der Hirte vielleicht sogar den Hag offen lassen? Wie es auch sein mag, wie wir auch leben wollen, wie wir auch unterwegs sind. Ich denke, diese Geschichte fand ich besonders interessant, auch gerade im Kontext des heutigen Tages. Denn ich habe von Service TV den kleinen Ausschnitt gesehen, im Stich gelassen. Und das hat mich sehr berührt an dem heutigen Tag. Und vielleicht hilft uns, dass diese kleine Geschichte, die wir heute an diesem Abend gehört haben, unser Handeln und unser Denken verändert. Führe mich, O Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahrt sein. Ich wünsche uns allen eine gesegnete, eine ruhige Nacht. Eine Nacht, in der wir vielleicht davon träumen, wie wir ausbrechen aus dem Zaun und in die Freiheit kommen. Wie wir dann mit der Freiheit auch gleichzeitig Gefahren gegenüberstehen. Aber ich hoffe, dass wir auch daran denken, dass wir auf dieser Welt und in unserem Leben niemals allein sind. So wie der Hirte nach dem Schaf geschaut hat, so schaut der Schöpfer nach uns. Tagtäglich, in jedem Augenblick, in jeder Minute, in jeder Sekunde. Passen Sie gut auf sich auf. Werden oder bleiben Sie gesund? Und vor allem meine Bitte, bleiben Sie mit Gott verbunden. Wenn Sie mögen, können Sie morgen wieder zur Losung einschalten. In diesem Sinne, auf Wiederluege.